Servus zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht kennt ihr ja noch die damalige Plattform, die heute namensgebend für unseren neuen Burgerbaukasten ist. MySpace. Und wie ihr natürlich hören könnt, es geht um Mais. Ach so, ja lol. Schauen wir mal, was in unserem Burgerbaukasten alles drin ist. Also, zunächst haben wir aus Mais gebackene Cornflakes Bun von Hildes Backwut. Extra oben drauf natürlich noch ein paar Cornflakes. Die geben nachher einen richtig geilen Crunch. Cheddar-Käse, unser klassischer Burgerbaukasten. Natürlich einen leckeren Bacon. Und damit wir das Ganze noch richtig gut abrunden, eine richtig schöne Aioli-Creme. So, und jetzt würde ich sagen, bereiten wir das Ganze mal zu. Als allererstes fangen wir mit unserem Bacon an. Den schmeißen wir jetzt mal in die Pfanne und braten ihn ein bisschen vor, sodass wir dann nachher unsere Brötchen drin anbraten können. In der Zwischenzeit nehmen wir schon mal unsere Burger Patties und schmeißen die auf den Grill drauf. Unsere Burger Buns schneiden wir jetzt durch, die kommen jetzt dann gleich in die Pfanne rein. Crunch. Auf unsere Buns schmieren wir zusätzlich noch ein bisschen Butter drauf. Die geben noch mal so einen extra Kick. Rein mit unseren Brötchen. Unsere Burgerbrötchen sind fertig und unsere Aioli-Creme, die tun wir diesmal auf alle vier Seiten unserer Burgerbrötchen, die angebraten sind, damit wir so einen ganz leichten Knoblauchgeschmack dann im Mund haben. So, hinten höre ich auch schon unsere Burger-Buns. Die mögen jetzt auch schon bewegt werden. Das machen wir jetzt auch gleich. Käse drauf. Jede Seite am Burger müsst ihr zwischen 3 bis 5 Minuten anbraten, egal ob am Grill oder in der Pfanne. Und nach dem Wenden lasst ihr dann das Käsegefängnis über euren Bacon schmilzen. Wenn ihr es schon nicht mehr erwarten könnt, bis der Monatsburgerbaukasten drankommt, dann bestellt einfach unseren Classic Cheeseburger. Den gibt es nämlich an jedem Tag bei uns in der Metzgerei zur Vorbestellung oder zum Versand zu euch nach Hause. So ein geiles Produkt! So, dann schauen wir doch mal, wie diese Kombination dieses Monats schmeckt. Da haut's euch die Lichter raus. Also, nicht vergessen, am letzten Wochenende im September, Freitag und Samstag, vorzubestellen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.